dieser Lektion sind wir nun angekommen auf Seite 20 von dem Gitarrenheft. Und wenn ihr euch das Lied Der Tigerbär anguckt, dann seht ihr am Anfang wieder zwei Vieren. Daran erkennen wir wieder, dass wir bis 14 müssen, also einen Vierertakt haben. Dann seht ihr auch wieder den Notenschlüssel, der mit seinem Bauch die zweite Linie, das G, umkreist. Und wir haben wieder die fünf Notenlinien. Wir sehen am Anfang aber auch, dass da so eine dicke Klammer ist, so ein Doppelstrich. Und der geht runter bis zu den zweiten fünf Notenlinien. Der verbindet also beide fünf Notenlinien miteinander. Und wenn ihr seht, im weiteren Verlauf, die Taktstriche, die gehen auch nicht nur über die ersten fünf Notenlinien, sondern über die fünf Notenlinien, die da drunter stehen, auch noch rüber. Und das zeigt uns, dieses Lied ist jetzt nicht nur für eine Gitarre geschrieben, sondern für zwei Gitarren. Wir haben also eine Oberstimme und eine untere Stimme. Die obere Stimme ist in diesem Fall die Melodie. Da steht ja auch ein Text drunter. Seht, da kommt ein Tigerbär, winkt mit seinen Krallen, spielt ja einen schönen Ton, wird ihm das gefallen. Das ist die Melodiestimme und das untere ist eine Begleitstimme. Damit ihr das nun irgendwann gemeinsam mit anderen zusammen spielen könnt, müsst ihr also beide Stimmen gut üben. Und wir fangen mal mit der Oberstimme an. Gucken wir uns mal die Noten an. Schauen wir auf den ersten Takt. Wir sehen eine Note wieder zwischen der dritten und vierten Linie und müssen deshalb natürlich wieder das C spielen. Also im ersten Bund auf der H-Seite greifen mit dem ersten Finger. Das kommt zweimal. Und dann kommt eine Note auf der mittleren Linie. Das heißt, wir müssen unser H spielen. Dann kommt die Note zwischen der zweiten und dritten Linie. Also unser A mit dem zweiten Finger gegriffen auf der G-Seite. Und dann kommt ein G. Die leere G-Seite, denn die Note steht ja wieder auf der zweiten Linie. Ich spiele einmal kurz nochmal nur die ersten beiden Takte. C, C, H, H, A, A, G. Okay, dann geht es weiter. Seht ihr sofort, wieder mit zwei Gs, denn die Note steht ja wieder auf der zweiten Linie. Dann kommt ein A. Dann geht es gleich weiter mit dem H, dann kommt wieder das C und dann ein H. Okay, ich spiele mal die ganze erste Zeile. C, C, H, H, A, A, G. G, G, A, H, C. Jetzt müsst ihr natürlich aufpassen, die zweite Zeile von der Oberstimme, die ist dann natürlich nicht gleich direkt darunter notiert, sondern ist wieder die obere von den nächsten beiden fünf Notenlinien. Gucken wir uns also die zweite Zeile von der oberen Stimme an, geht weiter wieder mit einem C, beziehungsweise mit zwei Cs, zwei Hs, zwei A's und einem G. Ist also eigentlich wieder genauso wie in der ersten Zeile. Dann geht es weiter. G, G, A, H. Auch bis dahin ist noch alles gleich wie in der ersten Zeile. Nur jetzt müsst ihr aufpassen. Jetzt kommt ein A und ein G. Das ist der einzige Unterschied zur ersten Zeile. Ich mache mal komplette zweite Zeile. C, C, H, H, A, A, G. G, G, A, H, A, G. Okay, und jetzt einmal das ganze Lied mit Töne mit A. C, 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 H.
Natürlich habt ihr recht, da stehen jetzt zwei Doppelpunkte. Wenn ihr es für euch spielt, natürlich auch mit der Wiederholung spielen. Hier würde es ein bisschen viel Zeit kosten. Gut, machen wir weiter mit der Unterstimme. Gucken wir uns die Unterstimme an. Beginnt mit dem Ton A. Dann kommt unser G. Dann kommt unser D. Und dann wieder ein G. Wieder ein G. D. So langsam kennt ihr die Töne ja sicher auch und ich muss nicht mehr jeden Ton erklären. Falls ihr nicht mehr genau wisst, wie jeder Ton so geht, dann geht das nochmal in eurem Buch durch. Da werden die Töne ja auch dann alle erklärt. Oder guckt euch nochmal die vorangehenden Lektionen an. Okay, einmal kurz. Die ganze Unterstimme, beide Zeilen mit Töne mit sagen. Und für euch natürlich auch wieder mit der Wiederholung spielen und vor allen Dingen auch bei der Oberstimme mit Singen und bei beiden Stimmen nochmal mit Zählen. Ich mache noch einmal die Unterstimme mit Mitzählen als Beispiel. Und 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nun sollt ihr aber auch hören, wie das Stück klingt, wenn beide Gitarren wirklich spielen. Benedikt spielt jetzt die Unterstimme, ich spiele die obere Stimme und wir machen das mit Zählen. Und damit ihr vielleicht sogar mitspielen könnt, zähle ich einen Takt vorweg, in dem noch gar nicht gespielt wird. Also erst im zweiten Takt geht es dann los mit dem Spielen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Jetzt noch einmal, damit man das Lied auch noch einmal richtig hört, zähle ich nur den ersten Takt und dann hören wir einfach nur mal zu, wie das klingt, ohne zählen. Eins, zwei, drei, vier.